OER Info ist in Cape Town, wo die Konferenz Open Education Global stattfindet. Und vorher haben wir gefragt, wen würden die Menschen, die OER Info interessant finden, denn gerne bei der Interviewsituation in Cape Town erleben oder welche Themen sollen wir hier mal ansprechen? Und da hat Lisa Rosa geschrieben, sie hätte gerne einen Bericht über die Situation oder die Bedeutung von OER für die armen Länder im globalen Süden. Und jetzt haben wir gesagt, darüber kann man wahrscheinlich stunden- und tagelang Konferenz machen, aber wir versuchen mal einen kleinen Wegweiser zu machen mit jemandem, der sich auskennt, das ist Marco Kaltz. Hi. Erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Magst du dich mit niederländischer Aussprache deiner Institution selbst vorstellen? Ja, ich arbeite an der Open Universität, das ist die niederländische Version der Fernuniversität. Und habe dann einen Lehrstuhl zur Open Education und seit Januar haben wir auch ein UNESCO-Label und beschäftigen uns in dem Sinne auch mit dem Einsatz von Open Education Resources und MOOCs im globalen Süden. Das mit dem Label greife ich gleich mal auf. Es hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe schon ganz oft Leute darüber sprechen hören. Ein Lehrstuhl der UNESCO ist ja nicht einer, der besonders toll ausgestattet wird von der UNESCO, sondern es geht tatsächlich um die Ehre und das Label, richtig? Und die Aufgaben. Genau, man kommentiert sich eigentlich eine gewisse Arbeit, die halt die Ausweitung von einem, und bei uns ist es natürlich ein europäischer Fokus, hin zu einem globaleren und einer Nord-Süd-Kollaboration eigentlich. Genau, ansonsten ist da keinerlei besondere Sachen mit verbunden. Es ist eine Netzwerksache und eröffnet da neue Kontakte eigentlich, genau. So, das war ein kleiner Exkurs. Zurück zum Thema, die Bedeutung von OER für den globalen Süden. Das ist hier auf der Konferenz ja ein relativ groß behandeltes Thema. Und du kommst jetzt gerade auch aus einem Panel. Was ist da passiert? Genau, wir haben ein Panel organisiert zum Thema MOOCs and Open Education in Afrika. Hatten drei Panelisten, die ja, da sehr viel Erfahrung mit haben und ja, einfach sind in eine ganz interessante Diskussion gekommen. Ich denke, Open Education Resources haben eine große Bedeutung, vielleicht ein bisschen eine andere, als man erwarten mag. Die Diskussion, die hier oft geführt wird, geht nicht alleine über die reine Nutzung oder den Reuse von Open Education Resources, sondern dreht sich sehr viel um eine Kontextualisierung von den Ressourcen, im Sinne von, dass diese Ressourcen nicht per se hier einsetzbar sind, sondern dass man offene Ressourcen auch oft anpassen muss, nicht nur an sprachliche Gegebenheiten, sondern auch einfach an kulturelle Gegebenheiten zum Beispiel. Das heißt, das vielleicht etwas naive Bild, der Norden packt die Ressourcen alle in ein Paket und schickt sie in den Süden, ist nicht nur auf praktischer Ebene problematisch, sondern auch darüber hinaus. Na, ich denke, das hehre Ziel, dass wir Lernressourcen teilen, ist per se erstmal gut, aber wir müssen jetzt nicht erwarten, dass die Schwellenländer jetzt einfach nur warten, dass sie diese tollen Lernressourcen des Westens kriegen, sondern ja, es geht auch um die Frage, inwieweit sie ihre eigenen Modelle in diesen Ressourcen implementieren können, inwieweit die Inhalte überhaupt übertragbar sind auf die lokale Situation hier und eine Diskussion, die halt oft geführt wird, ob das eine neue Kolonialisierungsbewegung ist, die jetzt im Rahmen von Open Education stattfindet. Ist es? Das war eine der Diskussionen, die wir auf dem Panel hatten. Man war da geteilter Meinung. Also ich glaube, diese Erwartungshaltung, dass die Ressourcen aus dem Westen einfach so hier genutzt werden und die Individuen und Organisationen einfach nur dankbar sind, das wäre fast schon so eine kolonialistische Haltung. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir in Partnerschaften kommen, wo wir es schaffen, zum einen Ressourcen so anzubieten, dass sie auch lokalisierbar sind. Zum anderen aber auch, dass wir auch lokale Organisationen hier unterstützen, um auch selber aktiv zu werden und nicht nur Konsument, sondern auch Produzent zu werden von Open Education Resources. Wir haben ja am Anfang gesagt, du kannst so ein bisschen den Wegweiser für uns machen. Wenn Menschen sich jetzt nach 5 Minuten Video weiter für das Thema interessieren, was gibt es für Anlaufstellen, wo findet man Informationen, Projektbeschreibungen, Forschung etc.? Ein Projekt, was man da direkt nennen muss, ist eigentlich ROER4RD. Das ist ROER4RD, also for National Development. Das ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Projekt, was auch sehr, sehr viele Case Studies versammelt hat aus verschiedenen Ländern. Ansonsten kann man auch nach ICT4D, also ICT for Development suchen als Hashtag. Ansonsten ein anderer Panel-Member, Laura Czerniewicz von der University of Cape Town, hat auch recht interessante Publikationen zu dem Thema, sowohl für das Thema OER als auch für MOOCs. Wunderbar, damit kann man auch weitermachen. Also, Frage beantwortet im Sinne von ein Wegweiser gesetzt, hoffentlich. Das Thema ist insgesamt so groß, dass man auch in der Konferenzdokumentation sicher einiges dazu finden wird. Ich weiß gar nicht, werden hier alle Folien hochgeladen. Videoaufzeichnungen gibt es, glaube ich, nicht von allem Vorträgen. Einzelt nur, glaube ich. Aber auf jeden Fall
Es ist ein starkes Thema auf der Konferenz und wir gucken, was wir dazu noch verlinken können unterhalb dieses Videos. Marco, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für die weitere Konferenz und für die sonstige Arbeit auch. Dir auch, danke.